Wir sind heute in der Riders Lounge im Highglass Horse Center, das ist der ehemalige Reitstall in Weikersdorf, den wir 2013 übernommen haben im Jänner. Jörg und Elli Breimitzberger ist unser Name. Und wir haben eine neue Gastronomie hereingebaut, die Riders Lounge, wo heute zufälligerweise ein Themenabend ist, wie jeden ersten Freitag im Monat, wo wir Spezialitäten haben. Heute haben wir Portugiesisch, nächstes Mal haben wir spanische Tapas, jedes Monat etwas anderes. Wir haben täglich geöffnet von 10 bis 22 Uhr. So wie wir uns wohlfühlen würden, genauso haben wir hier die Riders Lounge eingerichtet und genauso machen wir die Küche durchgehend von 11 bis 22 Uhr. Wir haben wirklich eine Top-Küche, wir haben sogar Haubenköche hier, aber wir machen keine Haubenküche. Das ist viel zu viel Stress, nicht wenn man es bekommt, sondern wenn man es verliert. Super Qualität zu einem guten Preis. Pferd und Reiter soll es bei uns gut gehen. Aber in der Riders Lounge sind natürlich auch alle, speziell einige Weikersdorfer haben wir schon Stammgäste gewinnen können. Ist jeder gerne gesehen bei uns in der Riders Lounge. Eine Besonderheit vielleicht von unserer Riders Lounge ist auch, dass man direkt in die Reithallen hineinschauen kann. Wir haben da riesen Fenster gemacht, dass man quasi vom sehr guten Menü rausschauen kann, wie die Reiter draußen trainieren. Oder wenn der Bewerb ist, kann man natürlich genauso zuschauen, quasi vom Tisch in die Halle. Insgesamt haben wir 171 Boxen, auf 6 Hektar ist die Anlage verteilt. Davon sind sicher 4 Hektar Koppeln. Eingestellte Pferde sind hier immer so rund um die 90. Der Rest der Boxen ist für Turniere. Unser Schwerpunkt der Anlage liegt beim Sport, und zwar Dressur und Western. Es fühlen sich aber auch Freizeitreiter hier wohl. Also man kann super ausreiten gehen. Wichtig ist uns einfach die Haltung der Pferde, dass die Pferde gut versorgt sind. Turniere haben wir 12 Stück im Jahr im Durchschnitt. Daneben auch viele Kurse, wo namhafte Trainer und Ausbilder zu uns kommen. Und wir haben auch eigene Trainer auf der Anlage stationiert. Das ist der Arthur Gottas Heldenberg, ehemalige Oberbereiter von der spanischen Hofreitschule. Und seine Tochter, die Caroline Gottas Heldenberg. Aus der Western-Szene haben wir den Markus Morawitz und dann die Gabe Michalek. Also es gibt 2 Hallen, eine große 30 x 71 Meter und eine kleine 20 x 40 Meter. Und dann gibt es noch einen Westernplatz mit 30 x 60 und ein Dressurviereck draußen mit 20 x 60. Das sind so die Ausmaße, die ein Dressurreiter braucht.